Es hält niemand! Ich sehe das. Ich muss unbedingt gönnen. Das sollst du mir von jetzt. Weglassen! Ah, ja. Da hält jemand. Ich habe gerade ein Messer. Vielleicht sehe ich den Baschi nicht, weil er so klein ist. Kann ich bis zum Kreisen mit? Ja, nein, das kann ich ja laufen, also komm. Nimmst du mich mit? Ich kann den Daumen schon rausheben, es bringt einfach nicht mehr, wenn ich ein Auto sehe. Was ist denn das dort hinten? Oh, nein, sie fährt dort weg. Warte, Achtung, ich bin befordert. Warte, ich komme gleich rüber, warte. So fährst du irgendwie in die Richtung von Einsiedeln? Ja. Und dürfte ich mit euch mitfahren? Super. Bei meinem Autogramm versuchen zwei Promis innerhalb von 6 Stunden an einen vorgegebenen Ort zu kommen. Nur Autostopp? Wer mehr Mitfahrgelegenheiten vorzuweisen hat, gewinnt das Duell. Der winkt mir. Bruder, meinst du, müssen halten? Unsere heutigen Autogrammjäger sind bereits 3 Stunden unterwegs. Der Baschi hat es immerhin schon über den See geschafft, nach Horgen. Die Melanie ist in Unterägerin gestrandet und noch 18 Kilometer von ihrem gemeinsamen Ziel Einsiedeln entfernt. Da ist man recht auf dem Land aussen. Ich kann mir vorstellen, dass das für euch jetzt auch wichtig ist, oder? Das Auto, ja, also, sehr wichtig. Eben. Also für mich sowieso. Ich bin alleinerziehend mit 3 Kindern. Und wenn die Kinder natürlich umgechauffiert werden und irgendwo hin müssen, dann, zum Beispiel nur schon von Ägeri auf Paris Lettich in Schwimmkurs, ist so ein, bis du mit dem Bus draussen wärst für die Kinder, oder? Dann bist du wirklich angewiesen. Es ist so ein noch der einzige Rückzugsort, gell? Ja. Irgendwie. Ja, zwischendurch definitiv, ja. Ja. Absolut. Und du, gell, natürlich, du, der so bekannt bist, sowieso, hast du gesehen, ich habe dich gerade gesehen und der Baschi. Und ich habe wirklich auch mega Freude gehabt. Hast du das gerade gesehen? Ja. Ja, Baschi, es hat dich tatsächlich jemand erkannt. Gibt es irgendwie einen besonderen Moment, wo du mit einem Auto verbindest? Früher hat mich sicher Menschen getroffen in einem Auto. Das kann man jetzt nicht sagen. Weglassen! Ja, ja. Sofort weglassen da hinten! Ich sehe das. Ich schaue ins Auto und dann sehe ich, okay, die sind vertrauenswürdig. Ciao, Sebastian. Ciao, ja, Entschuldigung, grüezi. Ich hätte eine kurze Frage. Bist du im Auto da? So könnten Sie mich mitnehmen? Das wäre mega nett. Police? Ist gut. Darf ich rasch posten? Ja? Nein, ich lasse dich. Was willst du? Ich habe mir Lust auf Schocke gehabt. Auf Schocke? Fast willkommen. Wenn ich mit jemandem streite, dann nehme ich jemanden ins Auto und gehe einfach fahren. Eigentlich nein. Nicht? Brust rein, nein. Mit Frust nicht Auto fahren? Nein, dann gehe ich lieber 1 oder 2 Grad. Aber das mit dem Auto? Nein, nein. Ah ja, sag nicht, dann kannst du nachher nicht mehr zurückfahren. Ja, nicht, ich bin angewiesen auf das Billett. Oder? Ja. Habt ihr übrigens gewusst, dass der Baschi vor diesem Musikzeugs eigentlich ein Fahrlehrer werden wollte? Hinterher schauen. Ich schaue hinterher. Kommt jemand? Nein, es kommt niemand. Schau. Hey, ich kann. Oh, das soll ich dir nicht sagen. Ich habe es erst beim zweiten Mal bestanden. Das sagst du mir von jetzt? Ist ja sicher, sonst wärst du ja nie eingestiegen. Und was ist so deine Beziehung zu deinem Auto? Das ist mein Leben. Dein Leben? Ja, komm, hör auf. Alle wichtigen Momente oder traurigen oder was auch immer sind in diesem Auto passiert. Okay. Das ist sie. Okay, wie heißt sie? Ich sage ihr Bitch. Bitch. Bitch? Ja. Sie ist eine gute. Eine treue Seele. Gute Bitch. Ja, Mann. Okay. Baschi, ihr Bitch und Melanie im Käfer. Hauptsache 4 Rädli. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich bin extrem gerne allein im Auto und fahren, weil dann kann ich meine Musik hören und ich kann sie überdimensional laut hören. Was meinst du, warum bin ich heute unterwegs? Dann bin ich dir voll im Plan drin gerascht. Genau, Hat denn dir das Auto schon mal irgendwie eine Lebenssituation gerettet? Ich weiss, dass Auto mich schon gerettet haben, ja, das weiss ich. Ah ja? Ja, am Herzinfarkt, wo ich von Wollhausen auf Luzern einen Herzinfarkt hatte, im Blaulicht. Dann hat es das Auto gebraucht, oder? Ja. Jetzt gibst du mir schnell deine Nattelnummer. Gib mir schnell deine Unterschrift. Schön. Und wie lange geht es auf Einsiedeln? 10 Minuten, oder ungefähr? Etwa, ja. Also. Bitte! Oder vielleicht eher noch 2 Stunden. Es haltet niemand!
Gott! Gott, erzähl ihn mal! Darf man fluchen? Ja, hier schon. Im Kloster dann nicht mehr. Apropos Kloster. Das Kloster ist so nahe. Ich will jetzt noch eine Mitfahrgelegenheit. Also das mit dem Dummen, das ist wie irgendwie so... Oh! Da haltet jemand. Fahren Sie per Zufall auf Einsiedeln? Auf Einsiedeln? Ja. Kann ich machen, ja. Wirklich? Ja. Wieso gehst du nicht einfach an und fragst? Ich bin schüch. Eine Frau in einem Jaguar, das ist gefährlich. Und gehst du ins Kloster? Vielleicht wäre das mal eine Idee, gell? Einfach mal reinschauen. Hey, also danke vielmals. Gerne. Alles Liebe, gell? Tschüss. Ciao. Ah, oh, da vorne ist es. Da ist es nämlich. Ist es das? Ja. Die haben da gerade ein Mess drin. Mach doch mal auf. Ja, Türgriff hat es auch nicht, nein. Ja, wie komme ich denn hier rein? Es hat ja geheissen, ins Kloster. Und hier geht es direkt ins Kloster. Und das gilt, oder? Es gilt übrigens auch, wenn du einfach normal reinlaufst. Strike! Vielleicht sehe ich den Baschi nicht, weil er so klein ist. Wieso bist du schon da? Darf man da so laut reden überhaupt? Baschi! Alles klar. Müsli! Wie geht's? Gut. Nein, wir sind jetzt Konkurrenten. Ach, hör doch auf. Nein. Ich habe eh gewonnen. Meinst du? Ja. Wie viel hast du? Er müsste sich spannend machen. Also, einen? Einen habe ich auch. Einen, gut. Nein, ich gebe dir gar nichts ab. Also, zwei. Zwei habe ich auch. Drei mit Herzli. Drei. Vier. Vier. So, für den besten Mitfahrer, den es gibt, fünf. Das ist nur, weil er mich nicht dabei hatte. Sonst wäre es auch für den besten Mitfahrerin. Du auch, fünf? Ja, fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Sieben. Leer. Ja, nein, jetzt sind wir den ganzen Tag unterwegs und jetzt irgendwie beide. Nein, ich kann nicht gerne unentschieden. Gib mir eine von dir. Gib. Also komm. Gut. Ich bin älter als du. Danke, ich habe gewonnen. Also gut, dann habe ich jetzt offiziell gewonnen. Du hast gewonnen, du lässt mich noch fürs Bier. Ist gut. Also gut. Und dann müssen wir aber wieder zurück auf Zürich kommen. Ja, wir wissen ja wie, oder? Sorry! Schon wieder? Ja. Willst du mich verarschen? Komm, los. Also ich muss jetzt per Autostopp wieder zurück? Ja. Ja, was hast denn du gemeint? Ich finde dich nicht lässig. Aber dich? Komm, ich träg dich. Komm, ich träg dich. Komm, lass doch nicht. Der winkt mir. Der muss sich halten. Yeah. Ja, und die zwei Herren hier duellieren sich das nächste Mal. Ich könnte nicht hier sein und da.